Willkommen zurück bei Unspielbar. Das heißt, wir quälen Kollegen mit richtig beschissenen Spielen. Und wer heute der Delinquent ist, das sehen wir nach dem Intro. Unspielbar. Ja, und da sitzt auch schon der Markus. Wir machen wie immer das Ratespiel, Markus. Ja. Was könnte es wohl sein? Also du spielst ja auch manchmal Koop-Shooter, gell? Ja, Shooter sind nett. Ja, hast du das auch schon so um 2010 herum gemacht? Ja. Okay. Die Initialen des Spiels sind LP2. Hast du schon eine Idee? Lost Planet 2? Ah, okay, das ging ja schnell. Ja, dann schauen wir uns mal an, was der Markus jetzt Schönes machen muss. Lost Planet 2 ist ein Koop-Shooter von Capcom aus dem Jahr 2010, der zwar ganz nett aussieht und cool inszeniert ist, der aber auf spielerischer Ebene zwischen uninspiriert, langweilig und nervig hin und her pendelt. Gegen die öden Levels und die dumme KI können auch kreative Riesenmonster, wuchtige Mechs und das Enterhaken-Feature nix ausrichten. Richtig beschissen wird's aber erst in Kapitel 3.3, an dem sich jetzt der liebe Markus die Zähne ausbeißen darf. Er befindet sich auf einem Zug, der von einem anderen Zug verfolgt wird und von dem aus ihn böse Buben beschießen. Dieser Abschnitt ist zwar noch nicht wirklich schwer, zeigt aber schon die nervigen Aspekte des Zuglevels, zum Beispiel die eingeschränkte Sicht, Angriffe von allen Seiten, deren Quelle man erstmal ausfindig machen muss, und natürlich Stürze vom Zug, sei es wegen explosiver Attacken aus dem Off oder aus eigener Dummheit. Ziel dieses Abschnitts ist es, die drei verteilten Datenstationen zu aktivieren und dann das vordere Ende des Zuges zu erreichen. Wie gesagt, das ist noch relativ easy, aber schon ziemlich unlustig. Doch das Filetstück kommt erst noch. In Abschnitt 2 erscheint ein fetter Sandwurm, der davon abgehalten werden muss, den Zug zu schrotten. Markus wird wahrscheinlich erst zu den offensichtlichen Abwehrmaßnahmen greifen, wie die fest installierten MGs, die herumliegenden Raketenwerfer oder den Helikopter. Bis er merkt, dass all der Krempel nix taugt und er sich gezwungenermaßen der fetten Dragonfire-Kanone des Zuges zuwendet. Womit er auf dem richtigen Weg ist, denn das ist die einzige wirksame Abwehrmaßnahme. Allerdings ist deren Bedienung sau umständlich und erklärt bekommt man auch nix. Markus muss also alles selbst herausfinden. Er muss die Geschosse finden und an dieser Stelle hier einlegen. Er muss verstehen, dass das Pult vor dem Einlegeschacht dazu dient, die Geschosse mit Extra-Power aufzuladen und dass das nur optional ist. Er muss lernen, wie er die Kanone drehen kann, nämlich mit Hilfe zweier separater Kontrollpulte. Das linke Pult dreht die Kanone gegen den Uhrzeigersinn, das rechte im Uhrzeigersinn. Das super langsame Drehen per nervigem Tastengehämmere wird ihm richtig auf den Sack gehen. Und wann er realisiert, dass es zum Abfeuern der Kanone noch ein drittes Bedienpult gibt, wird auch spannend sein zu erleben. Besonders freue ich mich aber auf den Moment, wenn die Kanone in Brand steht und Markus erstmal die Bedienpulte für die Sprinkleranlage finden muss. Die sind nämlich im Bauch der Kanone. Was für ein herrlicher Clusterfuck. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Wenn Markus bei dem Wurm verkackt, muss er den ersten Zugabschnitt mit den Söldnerboys auch nochmal machen. Oh Mann, was freue ich mich auf sein Gesicht, wenn er das merkt. Damit ihr wisst, wann es brenzlig wird, achtet auf zwei Anzeigen. Der blaue Balken links oben stellt die Kampfpunkte dar, die bei jedem Tod verbraucht werden und wenn der auf Null sinkt, ist Game Over. Und der blaue schmale Strich unten in der Mitte ist die Energie des Zuges, der darf auch nicht auf Null sinken. Alles klar? Also dann, ab geht die Post. Ich glaube, das wird lustig. Du wusstest es so schnell, okay? Ja, weil ich es gespielt habe. Ich habe sogar online gespielt. Ach, du echt jetzt ohne Scheiß? Ich habe das richtig heftig online gespielt. Ja, nee, dann geht's nicht. Ja, dann muss es jetzt Matthias machen. Dann fang doch einfach mal an, genau. Episode 3, Kapitel 3. Ich starte jetzt einfach, ja? Einfach grün drücken. Oh, ich bin auf einem Zug. Genau. Hier sind Waffen. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Erstmal mache ich dieses Ding an. Was auch immer das war. War das die Karte? Ja. Greifen Sie den Gegner an. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Gibt es denn irgendwie eine Aufgabe jetzt hier? Achso, die Gegner noch angreifen. Nicht. Du musst erstmal wirklich nur die gegnerischen Truppen besiegen oder zumindest halt nicht sterben. Und wenn du das geschafft hast, kommt ein neuer Abschnitt. Gott, diese Kamera ist ja schrecklich. Man sieht ja gar nichts. Ja. Mit Steuerkreuz oben, unten kannst du auch noch ein bisschen ranzoomen, finde ich aber nicht nötig. Ja, bringt auch nicht viel. 10 Soldaten in Folge getötet, guck mal. Richtig gut. Alles super. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt noch die leichte Stelle so, aber die gehört halt zu dem Kapitel dazu. Wie lang ist denn dieser Zug eigentlich? Ja, so lang wie Züge halt sind, ne? Mit dem Maschinengewehr scheine ich mehr Schaden zu machen als mit der Gatling Gun. Ja, ich meine ja auch, das ist ziemlich nützlich.
Oh. War hier nicht ein Raketenwerfer? Wo ist es? Ah, Schrotgewehr ist auch gut. Der ist so nah. Ah, okay. Ja, läuft doch. Ist ja Baby einfach. Trant, wie lange geht das denn jetzt so? Ich glaube nicht mehr ganz so lang. Es kommt dann noch ein zweiter Abschnitt. So, und jetzt musst du halt quasi dasselbe machen. Kannst zwischen beiden Zügen hin und her hüpfen, auch wenn du magst. Aber das Wichtige ist, dass du diese drei Datenstationen aktivierst, was du hier angezeigt bekommst. Ah, diese grünen Pfeile. Wow, guten Tag. Guten Tag. Genau, das ist so der erste Datenposten, den du aktivieren musst. B! B! Eins von drei haben wir schon mal. Ja, macht er ja ganz souverän. Also ist ja wie gesagt nicht die schwerste Stelle, aber der hätte jetzt schon ein paar Mal runterfallen können und so. Läuft eigentlich ganz gut. Kann man nicht motzen. Geil. Hat auch noch ein VS ausgeschaltet. Ja, ja. Ne, flutscht doch ganz gut. Hier ist schon die zweite Datenstation, nicht verpassen. Nee, habe ich schon. Aber ich will erst mal. Die KI ist auch schon super. Ich finde schön, wie sie warten, bis ich nachgeladen habe. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nett von denen. Oh, okay. Ach, direkt? Okay. Ja, gut, macht Sinn. Wo ist denn jetzt dieser Turm? Ach, hier drin. Ja, läuft doch. Ja. Läuft. Also, dass du noch nicht verzweifelt bist, dass ich da so gut durchkomme, Trant, macht mir wenig Hoffnung. Alright. Ja. Jetzt geht's eigentlich erst los, Matthias. Ich hatte sowas befürchtet, dass du sowas sagst. Aber was ist das? Oh, okay. Okay. Den muss ich jetzt erschießen, nehme ich an. Ja. Oh Gott, muss ich den Zug verteidigen? Dann sieh mal zu, wie das funktioniert, Matthias. Besiegen Sie den Kategorie G. Ah. Hast ja zum Glück anscheinend schon ein paar Waffen am Start. Ganz cool. Okay. Kann man die irgendwie nutzen? Tja, kann man die benutzen? Keine Ahnung. Muss man alles rausfinden? Ja, genau. Mal in den Helikopter einsteigen. Vielleicht bringt der ja was. Ja, schieß den mal ab, ne? Bisschen abschießen. Boah. Also gib's dir mal, Mama. Ja, ich glaube nicht, dass das viel bringt. Es kitzelt ihn doch höchstens. Bringt auch nichts. Die primäre Sprinkleranlage, um die Leistung wiederherzustellen. What? Ah, die thermale Energieladung wird die Feuerkraft erhöhen. Aha. Aufladen nicht möglich. Ah, schade. Dann gehe ich mal hier. Ah, ich feuere die Eisenbahnkanone ab. Okay. Da hat er zumindest schon mal die. Was sind das für Bomben? Abfeuerung. Das läuft gerade nicht so gut wie man kann die Kanone so drehen. What the? Kraftvolle Kombo. Das linke Pult dreht die Kanone gegen den Uhrzeigersinn, das rechte im Uhrzeigersinn. Das super langsame Drehen per nervigem Tastengehämmere wird ihm richtig auf den Sack gehen. Das geht? Irgendwie, ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Irgendwas brennt hier auch, also. Ja, muss mal gucken, ob das alles so funktioniert. Wo ist das Ding hin? Das ist ein riesiger Wurm, wie kann er sich denn verstecken? Ach da. Ah, da ist er schon wieder. Naja, klar. Er ist schon mal gar nicht verwirrt davon, dass er einfach nur die Geschosse auflädt mit Energie, weil ja die KI-Kollegen schon die ganze Zeit Geschosse einlegen. Das macht es ihm natürlich einfacher. Einfacher, als es sein sollte. Fernbedienung nicht möglich. Okay. Maschinengewehr wird benutzt, ja. Scheiße, warum passiert ihm nichts?
Die Explodies haben ihn auch nicht runtergeboxt. Gefällt mir nicht. Okay, hier sind noch mehr von diesen Kobalt-Dingern. Jetzt kriegt er auch noch Thermalenergie zurück. Den kann ich naja, gut. Mal gucken, ob er hier. Ah, Sprinkleranlage, da stand irgendwas mit Sprinkleranlage. Der liest die Texte richtig. Er löscht die Kanone einfach so. Scheiße. Jetzt muss ich die Eisenbahnkanone wieder reparieren. Nein, jetzt hat er auch noch Energie zurückgewonnen. So gut wie neu. Hä? Okay, jetzt brennt es schon mal nicht mehr. Das ist doch schon mal, das ist Fortschritt. Mhm. Ich schieße mal in den Kopf, das ist immer gut. Ich kann nicht schießen. Ja. Aufladen nicht möglich. Warum kann ich denn nicht? Hä? Es wäre gegangen, hätte er kurz gewartet. Hat er aber nicht. Naja. Stellt mich jetzt auch nicht so zufrieden. Ja, es hat ihm nicht gefallen. Oh, Scheiße, das war ja so geil. Und jetzt schiebe ich mir noch mit der Krittstange in die Fresse. Ja, aber solange die... meine Kumpels die Munition raufholen, ist doch alles gut. Oh, hallo. Und warum kann man die Scheißkanone... wozu gibt's denn dann die Drehpulte? Also... fuck, das ist ja... viel einfacher als gedacht. Aber er hat sehr wenig Schaden am Wurm gemacht. So, jetzt ist wieder eine drin, die geht nach vorne. Ich bereite sie vor. Ich verstehe, glaube ich, langsam, was mir diese Grafik dort sagen möchte. Jetzt ist die Waffe jetzt drin, noch für so lange. Sie ist grün. Scheiße, er versteht es. Und er taucht ab. Was ich mich darum weiterhin frage ist, bringt das überhaupt was ich hier tue? Oh, leicht nervös. Anscheinend irgendwas tue ich. Ah ja, guck mal, ich habe da doch schon was in den, gemacht. Ja, ja, da hast du dem schon ein Böbbelchen abgenommen. Ist ja echt gut. Mal auf die Schwachpunkte schießen, das habe ich gelernt. Ja. Super. Echt super. Wie hat er diesen Quatsch so schnell durchschaut? Ihr könnt wenigstens mal runterfallen, ey. Aua, was? Hey! Was? Was ist jetzt passiert? Dass diese blöden Projektile von dem Wurm auch nicht so viel anrichten. Jetzt kriegt er wahrscheinlich auch kein Damage durch die ganzen kleinen Mobs, weil du auf der Kanone sitzt. Das kann nicht nur Skill sein, das ist Glück. Es leuchtet rot. Ich schieße rein. Nervenarzt! So. Ich bin schon Nervenarzt dran. Hast du nicht damit gerechnet, oder? Ja, ja. Ja, Möhn A machen. Schieß doch! Warum schießt du nicht? Hä? Ja. Zum Kotzen. Wie eben auch nichts passiert, ey. Jetzt kommen noch mal so ein paar Explodies, aber die sind mir eh scheißegal. Das sind ja nur zwei. Ja, okay. Kommt er noch ein letztes Mal irgendwie von hinten, dann muss er ihm ins Maul schießen wahrscheinlich. Und dann war's das. Nur noch ein Treffer. Für mich oder für ihn? Explodiere ich jetzt gleich oder ist der Wurm gleich tot? Wenn ich den Wurm finde. Würmchen. Ah, guten Tag. Volltreffer. Hast du jetzt genug? Hat genug. Teamjubel. Ja, ich würde sagen, strahlen wir einfach nicht aus, die Scheiße. Stark. Stark? Ja. Stark. First try. First try, ja, was.
Sogar ein S-Rank. Ja. Ja. Ja, super. Das war's mit Unspielbar. Echt gut gemacht, Matthias. Ja, f*** euch doch alle, ey. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, war echt lustig. Sowas muss es auch mal geben bei Unspielbar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr mehr Leid sehen wollt, schaut vielleicht auf diese Videos. Es scheint, als Trant leidet am meisten bei diesem Format, habe ich das Gefühl. Gut, bis zum nächsten Mal.